Moin Fleet und auch heute liebe Tossratten und Rettinnen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online Agents of Yesterday. Ja, ein Update ist rausgekommen und es gibt eine neue Mission, die wir gleich anspielen möchten und es sollen jetzt die ganzen Toss-Sounds auch im HUD verfügbar sein. Ich habe mich schon ein bisschen umgehört, es klingt auf jeden Fall nicht schlecht, achtet mal drauf. Nicht schlecht, oder? Ja, gut, aber wir holen uns mal unsere neue Mission bei unserem guten alten ehemaligen Captain Garrett. Hallöchen. Wen haben wir da? Troy! So. Dab, 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 dab. Mit Garrett sprechen. So, Lieutenant, ich habe ein paar neue Befehle für Sie. Schmerzvolle Omen. Hier fuhr gerade ein Motorrad vorbei. Schmerzvolle Omen. So, betrifft. Die Sternflotte hat nichts mehr von der Außenstation K13. Gut, seit einer ganzen Weile schon. Sie ist in einem taktisch sehr sensiblen Part des Quadranten. Ja, und wir sollten da wohl mal dringend nachschauen. Get out there! Ja. Finden Sie raus, was Sie können. Geben Sie Unterstützung, wenn nötig. Und hey, seien Sie vorsichtig, okay? Das könnte sonst sehr schnell sonst ins Auge gehen. So, als Belohnung kriegen wir T'Met, offensichtlich einen neuen Offizier. Ein Photon-Torpedo-Launcher MK1. Ach, wie süß. So. Nehmen wir natürlich gerne an. Und weil wir nicht in Toss sind, beamen wir nicht von hier einfach weg. Nein, wir gehen noch bis Hallöchen. Ich finde schön, dass hier noch so ein paar Leute rumlaufen. Und das wirklich alles testen. Wir stellen uns kanongerecht hier auf die Plattform. Ich warte noch auf den Tag, wo hier wirklich der Beam-Effekt aus Toss uns erreicht. Vielleicht ist er hier schon drin, ich habe es noch nicht getestet. So. Upda Chip. Ne, offensichtlich noch kein Beam-Effekt drin. Jo, aber hier den haben sie überarbeitet. Die komische Sonnenbrille ist weg und er hat seinen Ohrstöpsel da drinne. Sehr schön, könnte vielleicht eine etwas andere Frisur vertragen, der Herr hier, aber ansonsten gut. Danke sehr. Energie. So, Freunde, wo sollen wir denn hin? Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Hier unten sollen wir hin. In den Orion-Sektor. Die Neva-System. Okay. Machen wir natürlich per sofort. Ich guck gerade mal, haben wir noch irgendwas, was wir generell ausrüsten könnten? Nö. Nö. Hätte ja sein können, dass wir beim letzten Mal vielleicht noch was dazu bekommen haben. Ah, okay. Nicht die Enterprise, eine Enterprise. Eine weitere. Enterprise, nicht Enter, eine Enterprise, okay. Ich hatte übrigens, glaube ich, im letzten Video am Ende angekündigt, dass ich hier einmal noch durch die ganze Galaxie rasen werde und durch die Stationen und Planeten besuche. Ja, ich habe es probiert, die Aufnahme ging auch knapp 25 Minuten, vielleicht 30. Fazit ist, momentan auf dem Triple Server kann man weder Vulkan, Andoria, was haben wir unten? Idrin, Keles, Japori, Corridon, ein bisschen wie Coruscant von Star Wars, Unsurvived Territory. Man kann diese ganzen Systeme nicht anfliegen, oder Planeten auch. Noch nicht mal hier oben Station 39, die übrigens noch komplett im alten Design ist. Ich weiß jetzt nicht, wie sie jetzt nach dem neuen Update aussieht, aber zum Zeitpunkt, wo ich es getestet habe. Okay, es testen offensichtlich gerade ein paar mehr. J.T. Kirk auf der Ranger ist auch anwesend. Ja, von daher, ich kündige es damit an, dass es halt jetzt keine Rundreise geben wird, weil es ein bisschen sinnfrei ist. Das sieht aber so schön aus hier. Muss man ja mal das HUD ausblenden und diese Ansicht einfach genießen. Oh, guck mal, da ist sogar eine Raumstation. Das ist neu, diese mit den ganzen Asteroiden darum. Das kommt mir gar nicht so überhaupt nicht bekannt vor hier.
der Höhe hier müsste doch fast schon Riser sein, oder? Hier unten? Naja, wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer. So. Herr Pilot, wo haben Sie uns denn abgeliefert? Im Asteroidengürtel, das ist ja sehr nett. Nähern wir uns mal der Deep Space Station K13. So, die Raumstation K13 ist im Orbit von Beta von Nakes 3 an einem unbedeutenden Klasse-K-Planeten. Die Station wurde erbaut, um das Orion-Syndikat in dem Sektor besser, also die Aktivitäten des Orion-Syndikats in diesem Sektor zu überwachen. Ja, Freunde, rein da, beginn Painful Omen. Omens. Ömens. So, wir haben Deep Space K13 erreicht. So. Ich empfange hier ein paar sehr, ich fange sehr viele Kommunikation. Was sehen wir denn hier so? Wir sehen ein Verbündetenschiff. Wir sehen hier so ein Panöpel. Und hier hinten die Station offensichtlich. Bin mal gespannt, was wir entdecken werden. Entschuldigung, wir empfangen nicht viele. Wir empfangen gar keine. I'm not picking up any comm track. Also hier ist überhaupt keine Funkverbindung in der Nähe einer Raumstation. Das muss man sich mal bei Deep Space Nine vorstellen. Da hat ja Odo den ganzen Ein- und Ausgangsverkehr überwacht. Das war ja schon eine Tagesaufgabe eigentlich. Aber hier ist mal so gar nichts. Keine Signale, nothing at all, überhaupt nichts. Von K13 oder irgendwelchen anderen Schiffen im System. Hier ist nada, nothing, obwohl da sich was bewegt. Oh, gespannt, was sich da wieder hervortut. So. Ja, scannen wir mal nach feindlichen Schiffsaktivitäten. So, die Sensoren entdecken auch keine feindlichen Schiffe oder Warp-Signaturen. Keine Anzeichen für eine Schlacht oder sonstiges. Es ist wirklich sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja. Dafür bin ich auch hier. Auf jeden Fall ein gelber Alarm. Bereiten wir uns auf alles vor, was kommen möge. Approaching K7. Ja, wo ist mal der K7? Entschuldigung, K13, nicht K7. So, Full Speed. Immer noch diesen Weltraum so wunderschön. Dieses bunte mit den grünen und roten und gelben Sternchen. Herrlich. Bewegen wir uns auch überhaupt? Das sieht so. Fliegen wir? Hallo? Nähern wir uns? Können wir noch mal ein bisschen was drauflegen? Ja, wunderbar. Hier mal. Oh. Ja, so viel dazu, Freunde. Wow! Was ist das denn? Föderation? Wieso greift uns die Föderation? Wieso eine Constellation uses Mirmodin? Mirmodin? Hallo? Wir kommen in Frieden. Wir gehören derselben Organisation an. Was geht denn hier für ein Film, Freunde? Ach, dieses Schildgeräusch. Herrlich. So, jetzt jagen wir nochmal eine volle Breitseite Torpedos hinten rein. Wunderbar. Da britzelt und funkt das auch schon auf dem Schiff. Ich bin erstaunlich, dass unser Schiff hier durchhält. Da hinten ist nämlich eins, wow, so Pendant zu unserem Schiff. Das ist gar keine Constitution. Das ist auch so ein Schiff wie hier. So, auf der Entfernung aus der Constitution. Und oh ja. Na komm hierher. Target's shield have failed. Das ist so weit.
So, volle Drehung und Feuer. Auch der blitzelt schon. Pioneer Class Fregatte. Was soll das denn? Oh, warte mal, sind das jetzt sogar Spieluniversums? Habt ihr so ein weißes, ein gelbes Schwert da irgendwie drauf? Soll ich mal ganz kurz? Hallo? Nö. Das kommt nicht aus Mirror Mirror. Boom. So, können wir mit euch irgendwas machen? Können wir euch scannen? Entern? Kommunizieren? Captain, das sind die Sternflottenschiffe, die eigentlich diesen Sektor patrouillieren sollten. Ich denke auch nicht, dass dies zu einem Kriegsspiel oder einer Trainingssimulation gehört, denn ihre Waffen waren auf volle Power eingestellt. Okay, versuchen Sie, ob Sie irgendeins dieser Schiffe erreichen können. Versuchen Sie alle Kanäle. Versuchen Sie alles, um durchzukommen. Ja. Öffnen Sie Ruffrequenzen. Bleiben Sie weg! Sie übernehmen Kontrolle! Kommen Sie uns nicht nahe! Oder näher. Zu nahe, ja. Sie werden sie ebenfalls übernehmen. Die Station. Sie kommen von der Station. Ah! Total authentisch, ne? Wer übernimmt die Kontrolle? Was ist passiert? Ja, sieht ein bisschen aus wie bei Netflix, ne? Nein, Entschuldigung. ja, statisches Rauschen. Schließen wir den Kanal. Nachrichten vom Sternflottenkommando, Captain. Wir sollen die Situation sofort untersuchen und Bericht erstatten. Captain Dauert, hier erwähnte die Station. Bringen Sie uns nah genug ran, um einen Scan von K13 durchzuführen. Jawohl, ja. Machen wir auch das. Ich frage mich immer noch ganz kurz, Freunde. Was? Ach, das gibt's da auch nochmal. Okay. Was ist das denn hier? Was bist du? Komm mal hier. Es funkt. Macht ganz merkwürdige Geräusche. Oder? Was bist du? Subraumtransmitter oder irgendwie sowas? Naja. Scannen wir mal. Oh, schon wieder das falsche Scan-Ding. Ich finde diesen gelben Wu-Wu-Wu-Effekt wieder, danke. Ich weiß, Wu-Wu-Wu-Wu-Effekt ist übrigens der offiziell technische Begriff dafür. So, es gibt keine Anzeichen für einen Kampf an Bord der Station, Captain. Es gibt auch keine Anzeichen für gefangene Lebensform. Es gibt eigentlich überhaupt keine Anzeichen. Es ist alles ruhig da drüben. Nee, doch. Sensoren empfangen eine Anzahl von Lebensformen da drüben. Also es gibt dort doch Lebensformen. Aber Hostile Lifeform, also keine Gefangenen. Einfach nur. Hostile heißt auch gefangen, oder? Oh Gott. Aber ich empfange keine ungewöhnlichen Aktivitäten. Alles auf der Station sieht aus, als ob sieht nach einer normalen Funktion aus. Also. Baut es euch ein bisschen rum, ja. Ich lese das hier so kreuz und quer. Also alle Funktionen auf der Station sehen normal aus so rum. Ich denke, wir können rüberbeamen und mal einen Blick drauf werfen. Ja, machen wir doch mal. Halten Sie den Außenteam im Transporterraum bereit. Jawohl, ja. Scarvin, den wir hier letztes Mal auf den Gorn-Planeten da mitgenommen haben, bei den Mentauren. Ach, sind die Mentauren? Nee. Marsianer. Ich hab schon wieder vergessen, Freunde. Oh, sorry. Also der Gorn und
Captain Kirk und der Gorn mussten ja aufgrund irgendeiner Spezies mit M kämpfen. So, akzeptieren. Ui. Wir sind wieder im Transporterraum. Hallöchen, wer bist denn du? Wieso kriegst du hier hinten schon Schaden? Okay, Freunde, also er trägt ein rotes Hemd. Heißt Hunter. Und ich meine, ich habe jetzt ja schon ein bisschen was gelesen, was uns ja so ein bisschen erwarten wird. Hey, bleib doch mal. Kann ich Hunter stehen bleiben befehlen? Nein. Hunter! Ich würde gern Hunter. Sieht für euch auch ein bisschen aus wie Daniels aus Enterprise? So a little bit? Naja, okay, so. Alle mal auf die Transporterplattform. So. Ich mag das nicht. Keiner ist auf seiner Station. Nicht mal der Transporterchef. Die Station hat keinen roten Alarm. Was ist passiert? Die Sensoren empfangen Lebensformen in der Nähe. Sieht so aus, als ob sie in der Krankenstation wären. Gleich hier in der Nähe, in der Halle. Setzen Sie Phaser auf Betäubung. Lassen Sie uns das ergründen, was hier so passiert ist. Lassen Sie uns auf den Grund gehen. So. Oh, Freunde, ich sehe. Oh. Alter, guckt euch mal diese Lichtverhältnisse an. Diese Schatten. Alter Falter. Richtig, richtig. So, jetzt schließt aber mal richtig. Hier, so, Freunde. Wer findet noch, dass der Herr hier, Mr. Hunter, bisschen aussieht wie Daniels aus Enterprise? Ist Enterprise die richtige Bezeichnung? TOS Room Labels 01 Transporter Room. Na. Placeholder? Ja, hier müssen Sie mal ran. Also Kleinigkeiten müssen Sie noch mal ran. Aber damit kann ich voll und ganz leben. Alter, Freunde, guckt euch das an. Okay, also diese Schusslöcher oder Überreste sind Phaserfeuer. Also es gab einen Kampf hier, aber mit wem? Es gibt keine Anzeichen für Klingonen oder romulanisches Waffenfeuer, nur Föderation. Das wird ja wiederum darauf sprechen, dass wir gerade gegen Föderation gekämpft haben. Also, Freunde, was geht hier schon wieder ab? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. So, hier ist irgendwie eine Barriere bestehend. Da gehen wir gleich hin. Bestehend aus Stuhl. Sieht aus wie ein Biobett aus der Krankenstation, ne? Sieht so ein bisschen aus wie ein Chefsessel. Oh, habt ihr es gehört? Komm ich darüber? Komm ich darüber? Ich komm darüber. Ich schaff das. Ich schaff das. Ja. Ich schaff's nicht. Okay. Bevor wir da reingehen in diesen Gang, schauen wir uns nochmal hinten um, was wir hinten so haben. Okay. Was ist das denn für ein Effekt? Du hast gerade gesehen. Okay. Die Schüsse gehen teilweise wieder weg. Oh, du Son. Das ist was Neues. So, apropos neue Belichtung. Irgendwie finde ich es ja arg dunkel. Kommt mir das jetzt nur so vor, oder? Hier oben wirklich andauernd an oder aus? Nö. Oh, geil. Die Krankenstation. Und da reingucken. Hallo? Sind Sie gesund? Probier kommen daher zu reden. Alter, diese Details hier mit diesen Belichtungen. Ja, geh weg, Fenster. Und diese ganzen Gitter. Ich finde das so richtig, 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 richtig nice. Die Größenverhältnisse stimmen, die Uniform stimmt, die Sound stimmt. Es ist. Apropos Sounds. Sorry, aber. Kryptik, eine Sache würde ich echt noch gerne wünschen. Bau mal vernünftige Musik ein. Danke. So. Ja, sprechen wir mal mit der.
Mit dem medizinischen Offizier durchs Fenster hier. So, was sagt sie denn? Das ist übrigens eine Vulkanierin, so wie es aussieht. Okay, bleiben Sie da stehen und bewegen Sie sich ganz langsam. Ich muss herausfinden, ob Sie infiziert sind. Was? Infiziert mit was genau? Neuralparasit. Oh, Freunde. Oh Gott, nee, das sind doch jetzt nicht wieder diese Nackenbeißer-Dinger da, oder? Okay, Neuralparasiten-Lutennen. Eine sehr aggressive Lebensform. Die von der Enterprise auf der Deneva-Kolonie entdeckt wurde in dem Moment. Dann kann es nicht das sein. Was hat denn die Enterprise auf der Deneva-Kolonie entdeckt? Ich meine, es muss ja unsere Enterprise sein. Es kann ja nicht die von... Übrigens, wenn das jetzt eine Säge wäre, wäre unser Arm ab. Aua. Das ist ein bisschen wie bei Game of Thrones, ne? Possessed. 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 Aber viel zu viele Wörter. Okay, sie scheinen von den Infizierten auf die uninfizierten Körper überzuspringen. Okay. So zumindest verstehe ich das. So, also wie Sie sehen können, wir sind noch freundlich. Anson. Ist das ein Anson? Wo kann man bei TOS eigentlich die Ränge ablesen? Das habe ich mich immer so ein bisschen gefragt. Also ich weiß, später hatten sie hier irgendwie diese goldenen Schärpen an den Ärmeln. Und zu Gala-Anlässen, ich kenne aus dieser komischen Pfeilsense hier raus, das sieht merkwürdig aus. Hatten sie bei Gala-Anlässen immer so Rangabzeichen hier oben. Wie beim Militär, so okay. Ja, wir sind sehr freundlich. Also sie heißt Temet. Und weil wir uns bis jetzt noch nicht als infizierte Gefangene, also von denen erobert, also von den komischen Erregern da infiziert sehen, Gott, ich stammel mir hier ein zurecht, das ist auch wieder herrlich. So, also sie hat. Ach so. Also sie hat infizierte Mitarbeiter gesehen, die falsche Befehle ausgeführt haben. Okay. Aber ein Tricorder-Scan von unserem Adrenalinstatus sollte Klarheit verschaffen, ob wir infiziert sind oder nicht. Okay, also offensichtlich kann dieses Virus auch sich zurückhalten irgendwie und erst später ausbrechen, zu einem ganz speziellen Zeitpunkt, wenn wir vonnöten sind. Okay, ja, eine sehr logische Prozedur. Scannen Sie uns mal. Okay, also die Scans zeigen ein leicht erhöhtes Level an Adrenalin. Aber nicht so wie bei den infizierten Lebensformen. Danke für Ihre Geduld.
Man kann nicht vorsichtig genug sein, wenn diese Parasiten hier um einen herum schleichen. Das kann ich ganz gut verstehen. Erzählen Sie mir mehr von Ihnen. Ich möchte herausfinden, mit wem wir es hier zu tun haben. Okay. Es ist eine aggressive Lebensform, die bei der Infiltration des Nervensystems das Opfer als Wirt verwendet. Oh, sind das vielleicht diese Dinger, die am Rücken kleben bleiben? Das kann es natürlich auch sein. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Okay. Durch diese nervlichen Verbindungen. Können Sie den Wirt offensichtlich komplett kontrollieren? Sie können auch extremen Schmerz auslösen. Um so den Widerstand des Wirtes quasi im Keim zu ersticken. Falls das sogar nicht effektiv genug schnell oder schnell genug wirkt, kann diese Folter, dieser Schmerz zu permanenten Neuralschäden führen oder zu Tod. Ich freue mich. Phaser ist gezogen, ich gucke lieber jetzt mal an die Decke. Wenn das diese komischen Pfannkuchen-Dinger sind, die da von der Decke plumpsen, dann Prost Mahlzeit. War das die Neva? Ich bin gerade überlegen. Das könnte hinkommen. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits jetzt ein Großteil des Personals der Station infiziert. Okay, es könnte da draußen allerdings immer noch eine mögliche Überlebende geben, die nicht infiziert sind. Ich sollte sie also warnen. Also wir sollten hier nicht wirklich jeden gleich totschießen, sondern wir sollten differenzieren. Okay. Ich verstehe. Haben Sie irgendwelche Vorschläge, Anson? Nach den Berichten der Sternflotte können diese Parasiten sicher zerstört werden bei hochintensiven ultravioletten Licht. Ja, das sind definitiv die Pfannkuchen, die von der Decke plumpsen. Hier sind keine, ne? Nein, sehr schön. Oh, wie geil ist das denn, Freunde, ey? Ja, der Versuch von ihr, das Stationslicht dahingehend ja, umzuprogrammieren, ist fehlgeschlagen. I'm a physician, not a habitat engineer. Habited. Also der typische McCoy-Satz: Ich bin Arzt, kein Maurer, kein Metzger, kein was weiß ich, ne? Und sie ist eben halt kein Ingenieur für diese Station. So, ja, ich verstehe. Sie hat ein Serum vorbereitet. Okay, dass entweder die Kreatur über den Wirt quasi dann infiziert, wie auch immer. Medizinische Versorgung, sind halt sehr limitiert. Sie hat aber genügend, um unseren Außenteam zu versorgen und eine weitere Person. Okay. Ich nehme alles, was ich bekommen kann. In der Zwischenzeit lassen Sie uns sehen, ob wir irgendetwas über das Comm-System herausfinden können. Hallo. Kriegen wir jetzt Spritzen? Nö. Hallo.
Benutzt ihr das Kommunikationssystem? Alter, die kleinen Monitore, so geil. Ja, da sind wir schon wieder hier bei, was gibt's denn noch? Amazon Prime gelandet. Ja, hier ist gerade keine Verbindung. Hier spricht Lieutenant Hollick von der USS Community. Ist irgendjemand auf dieser Station in der Lage zu antworten? Oh mein Gott, Scotty! Scotty, ich rette dich! Nun ja, für den Fall, dass Sie es noch nicht bemerkt haben, die Station wurde von Neuralparasiten überrannt. Ich glaube, das ist schon wieder dieser britische Akzent in den Schriftformen. The Wee Devils are back with a vengeance. Die bösartigen Teufel sind zurückgekommen, um sich zu rächen. Wir haben es schon bemerkt, wir sind an einem sicheren Ort auf der Krankenstation. Können Sie hier zu uns stoßen? Ich fürchte nicht. Er ist auf dem Ingenieursdeck im Notkontrollraum. Auxiliary ist ja, glaube ich, irgendwie Notversorgungskontrollraum oder sowas. Der Platz ist voll mit diesen Parasiten. Ja, also um ihn herum ist er voll von Parasiten. Und wir sollen verstehen, dass er vielleicht gerade nicht so Lust hat, sich da herumzuschleichen. Ja, wir verstehen, Scotty. Wir werden zu Ihnen kommen. Hollick out. So. Und sie hat eine kleine Versorgungseinheit der Stationssicherheit gerettet. Das könnte uns einen weiteren Pluspunkt gegen diese Kreaturen geben. Exzellente Arbeit, Anson. Sie kommen mit uns. Und lassen Sie uns das hier anlegen und zum Ingenieursdeck vordringen. Take Security Gear, was kriegen wir denn? Wir haben ja schon Phaser und Gewehr. Oder kriegen wir jetzt hier so einen von diesen komischen roten Anzügen? Wir kriegen einen Panzer. Alles nehmen. So, und dann wir legen mal an. Danke. Und ich würde sagen, Tarsi, unsere Taktikerin, kriegt auch mal ein. Jo. Ich denke mal, das langt. Vielleicht kann sie ja hier noch an Skarvin, dass der nicht ganz so hilflos dasteht, hier ein bisschen was abgeben. So. Jetzt hat er zumindest ein bisschen mehr Hypospray. So. Gehen Sie weiter durch die Messehalle. Geht das hier lang? Nein, aber gucken wir uns das mal kurz an. Okay, Sie haben wirklich an sehr vieles gedacht. Hier auch diese Bildschirme, die Khan benutzt hat auf der Enterprise, um mehr über die Zeit zu lernen, was dann gerade passiert ist. Und ich glaube auch dieser an der Spitze des Eisbergs, der mit den komischen Glubschaugen da. Ich habe den Namen so allerdings vergessen. Der hätte auch viel drin gelesen. Was soll das hier? Hallo? Unsichtbare Mauer? Warum? Manu. Kann man doch reingehen. Was soll denn hier eine unsichtbare Mauer? Die bitte noch wegmachen, Kryptik. Danke. Yeah. Hallo, Hunter. Gut, dass sie so gar keine Bedenken haben, was hier so passieren kann. Oh. Alter, guck dir diese Lichter an. Das sieht so geil aus hier mit diesen Lichteffekten.
ist eine infizierte Fenrich-Sanitäter. Und ihr seht das Ding auf dem Rücken. Das sind diese komischen Pfannkuchartigen Dinger. Die haben sie sogar Pflanzen an Bord der Station. Leute, geht's noch auffälliger. Können wir vielleicht erstmal auf Betäubung gehen, Freunde? Wir sollten vielleicht ein paar Scans von den Infizierten machen. Soweit ich mich an die Aufzeichnung von Dr. McCoys Daten von diesen Parasiten erinnere, können wir versuchen, ein paar nützliche medizinische Analysen daraus zu ziehen. Okay, ja, warum nicht? Die scheinen ja nicht tot zu sein. Es sieht so eklig aus, wenn die auf dem Rücken kleben. Das war schon... Oh. Aber sehr schöne Serie übrigens. Ich weiß nicht, wo sie diese Außenaufnahmen gemacht haben. War kein... Ja, war kein Set. Das war irgendwie... Sieht aus wie so ein... Aus heutiger Sicht wie so ein... Ja, Gewerbegebiet. Aber dadurch, dass da keine Menschenseele war und teilweise so richtig komische, spacige Brückendesigns waren, eine der schönsten Außenaufnahmen in TOS in dieser einen Folge. Kann ich wirklich nur empfehlen. So, gut nachgedacht, Ensign, machen wir natürlich so. Was macht der da eigentlich? Hat er irgendwie ein... Was hat der da in der Hand? Foltert der sich selbst? Infizierter? Nein. Nö. Sieht so aus, als ob er sich selbst hier foltert mit so. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Irgendwas, was blitzelt. Das muss auch im Gesicht wehtun. Sein halbes Gesicht ist in der Wand. Okay. Infizierten Scan. Die Kreaturen versuchen weiterhin Widerstand gegen Tricorder-Scans durchzuführen. Es könnte faszinierend. Ich empfange ungewöhnliche hohe Level an Tachyonen in der Nähe, Lieutenant. Basierend auf diesen Daten könnte es sich um ein temporales Ereignis handeln. Das in den letzten 4,2 Stunden passiert ist, okay. Auf der Station natürlich, wo auch sonst. Faszinierend, das gebe ich zu. Lassen wir uns aber weitergehen. Okay. Hallo? Muss man echt mal an die Decke gucken, nicht, dass hier jetzt wirklich das so runterklatscht. Oh, hallo. Dieser Phaser-Effekt müsste noch mal ein bisschen überarbeiten. Ja, ja, genau. Boah. Also mit den Lichteffekten haben sie wirklich genial hinbekommen, finde ich. So. Okay. An alle, Raumstation verlassen. Können wir hier was machen? Nö. Ich weiß, ich bin immer viel zu neugierig und gehe nicht gleich dahin und ballere los wie so ein wilder Horst. Ich guck mal. Wow! Alter! Betäubungsstrahl hilft bei dir auch nicht mehr viel, wa? Okay. Schauen wir erstmal ganz kurz, was hier drin ist. Oh, cool. Was zum Scannen. Duraniumerz. Nehmen wir immer gerne mit. Auch schön gemacht. Diese, ja, ich nehme alles. Ich bin egoistisch, nehme alles.
diese kleinen Räume mit diesen Computern, wirklich, da steckt echt Liebe drin irgendwie. Hier auch noch jemand? Hallo? Nö. Parasiten! Alter, jetzt kommen sie hier aber. Ich glaube, ich muss mal auf Gewehr umsteigen. Ist das McCoy? Nein, okay, Gott sei Dank. Ist nur ein Feldsanitäter. Irgendein Feldsanitäter. Redshirt, killt ihn! Er trägt das Hemd des Todes. Ja, wir eigentlich auch. Genauso wie. Ja. Ein Großteil unseres Außenteams. Ich würde eigentlich. Ich so gerne ich ja dieses Phaser-Gewehr auch irgendwie habe, weil es irgendwie seltener getragen ist. Aber irgendwie bin ich doch ein Fan von diesen Dingen hier. Zack. Damit haben wir schon auf den Schießstand so schön aus der Hüfte geschossen. Hallo? Hallo? Nix runterklatschend? Okay, sehr schön. Ich will nicht, dass hier irgendeiner von diesen Neuralparasiten auf uns runterfliegt. Jetzt mal wieder Licht. 01, Krankenstation. Da waren wir doch eben schon. Nehmen Sie den Turbolift zur Maschinenraumebene. Sie haben 10 die Lithium-Raffinerie, ne? Das ist super. Die Notkontrollstation ist am Ende der Halle zu Ihrer Rechten. Ich empfange das Signal einer einzelnen Lebensform. Sie ist menschlich in diesem Raum. Die Biozeichen deuten darauf hin, dass es sich um Commander Scott handelt, zumindest laut den Daten des Sternflottenmedizinischen Datenbankberichts. So, lassen Sie uns ihn nicht warten. Los. Also ein Kraftfeld. Hallo. Können wir nicht abschalten? Tierrand? Nein. Diese schönen Lichteffekte hier überall. Muss man ja richtig genießen eigentlich. Hallo. Ach, hier sind sie ja. Sagten Sie nicht, hier sind Kreaturen? Ich habe noch keine gesehen. Ja, mit Lieutenant Commander Scott sprechen. Sie sind ein Segen für meine Augen. What? I take it ye heard my distress call then. Was? Wir haben doch schon mit dir gesprochen. Was für ein Notruf meinst du denn jetzt? Okay. Schön, Sie wieder zu sehen, Scotty. Was passiert hier? Ah, da sind sie ja. Hat das nicht schon mal festgestellt? Ich beginne ein bisschen nervös zu werden oder Sorgen zu machen, dass möglicherweise diese Biester uns ja, quasi übernommen haben. Infiltriert. Infiziert, irgendwie so. Das ist definitiv irgendwie dieser schottische Akzent mit diesen ganz komischen Wörtern hier teilweise drin, ne? Ich habe diese Türen gerade verschlossen, damit keins von diesen Biestern hier reinkommt. Während wir unseren ja, nächsten Schritt planen, diese Biester zu beseitigen. Richtig, wir haben ein bisschen was zu tun. So wie ich das sehe. Okay, so wie ich das sehe, müssen wir zum Hauptmaschinendeck und das Stationslicht auf ultraviolettes Licht einstellen.
Das wird diese ekelhaften Biester auf jeden Fall aufhalten. Okay, ist das so, Timet? Okay, also wir kennen nicht die genaue, I cannot attest the ability. Okay, also das Licht wird einen molekularen Zusammenbruch in allen Parasiten auslösen. Aber sie kennt nicht die genauen Werte des UV-Lichts von Denevan 4, die Parasiten da getötet haben. Okay, Anson. Bist du infiziert? Nein, du hast nichts auf dem Rücken, ne? Nein, okay, sehr schön. Hier ist auch nichts an der Decke. Nein. Ah, sie ist eine Vulkanierin. Verstehe. Ja, ich habe versucht, die Beleuchtungskontrollen von Hios zu überschreiben. Aber es sieht so aus, dass jemand mehrere von den Deutronik-Relais sabotiert hat. Wir müssen sie zuerst reparieren, bevor wir eine Chance haben, die Station zu retten. Bevor wir gehen, schnappen Sie sich ein Kit von dieser Kiste da drüben. Das könnte sehr hilfreich sein. Wir sollten dann auch vorankommen, denn diese Biester werden garantiert auch nicht wirklich auf uns warten. Was? Da war noch mehr, da war noch mehr, da war noch mehr. Warte. Schön, dass Sie mit uns sind, Scotty. Zeigen Sie uns den Weg. Kiste. Nehmen. Zack. Dann haben wir auch schon mal ein Kit. Kit, fahr den Wagen vor. Okay, es gibt mehrere Wege, um zu dieser Ingenieurstation zu kommen von hier aus. Er erinnert sich, dass diese Kreaturen immer in dunklen Ecken. Okay, ich gucke jetzt nochmal. In dunklen Ecken warteten. Wenn wir vermeiden wollen, mit denen in Kontakt zu kommen, sollten wir uns in hellen Bereichen aufhalten. Danke, dass Sie sich erinnert haben, Mr. Scott. Gerade noch rechtzeitig. Okay. Ich weiß nicht, ob wir wirklich hier rechts reingehen wollten. Lübt war. Okay. Angreifen ist nicht, aber wir bleiben mal im Hellen. Mal gucken. Irgendwas soll. Was? Können wir die scannen? Guck dir das mal an, das sieht doch echt. Wieso da? Das bewegt. Was? Nein. Oh Gott, Freunde, Alter, ich. Boah, ihr seid noch alle okay? Keiner infiziert? Ey, was war denn das? Da klebte gleich. Okay, also wir hatten die Auswahl jetzt da hinten zwischen diesen Räuchergängen durchzugehen oder hier hinten. Ich würde sagen, wir probieren es mal hier. So. Kein. Nein! Der Wissenschaftsoffizier da ist infiziert. Jo, ein paar infiziert.
Zum Glück haben wir dieses Nervengift, dass die uns nicht wirklich was antun können. Jo. Hilft Phaserfeuer? Licht, 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 Licht. Alle uninfiziert. Ich habe gerade den Überblick verloren. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Moment. So, so. Da müssen wir geradeaus. Hier in diese Richtung. Okay. Also die Viecher sind echt nicht gerade lecker, ne? Wow. Das Bienen bewegt sich wieder. Oh nein, er ist... Ich gehe da nicht wieder rein, Entschuldigung. Gehen jetzt einfach geradeaus. Pupf. Herrlich. Ja, wir müssen hier durch. Schafft das jeder, ohne sich zu infizieren? Sehr schön. Scotty, do your best. Grün. Achso, das war jetzt einfach nur so ein Kontrollding. Ja, jetzt müssen wir hier durch. Scotty, muss ich hier was machen? Ja, meine infizierten Freunde. Sie fliegen wieder. Wow. Die halten aber auch ein bisschen was aus hier, wa? Also die Frage, jetzt sind sie tot. Kann der mich jetzt trotzdem noch anfliegen? Oder was machen die da immer noch mal so? Irgendwas macht... Hunter! Alter. Bin auch nicht mehr gerade der Gesündeste, wa? Okay, hier geht's nicht durch. Jetzt bin ich schon wieder infiziert. Wo kommt das denn immer her? Wah! Ich kann mich noch erinnern, dass er aus auf Spocks Rücken wie so ein aufgeklatschtes Spiegelei. Hallo? Wo kommen die denn dauernd her? Hier ist kein roter Punkt auf der Minikarte. Oh Gott, Scotty! Scotty war kurz infiziert. Das klingt richtig toll. Ihr macht das schon, ne? Nö, das sind aber jetzt schon viele, oder? Okay, jetzt haben wir die Notversorgung hier überall wieder hergestellt. Hallo. Wir müssen eigentlich nur noch hierhin zurück. Na. Wie kommen wir denn da hin? Mehrschaftszeiten. Okay, Leute, ganz schnell hier durch. Ohne euch zu infizieren. Ja, das wird ja spaßig. Das, ist, das Ding ist ja voller Nester. Ach Gott. Und hier über uns ist gleich einer. Lauft! Da kommt wieder einer geflogen. Plums. Haha. So, Scotty. Walter deines Amtes. Du kennst dich hier am besten aus. Oder wir sollen einfach die Konsole bedienen. Nein, 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 weg! Aktiviere UV-Strahlung. Sieht so aus, als ob jemand die Kommandocodes überschrieben hat. Wir sollten am besten in das Kommandozentrum.
und gucken, ob wir von dort aus was erreichen können. Ich bleibe hier. Ja, Scotty, bleib alleine hier in diesem wunderschönen Raum voller Pfannkuchen an den Decken. Und verbarrikadiere die Tür. Und versuche das UV-Licht wieder zum Laufen zu kriegen. Okay, verstanden, Scotty. Bleiben Sie sicher. Freunde, was die mit dem Licht gemacht haben, finde ich so gigantisch. So, so wieder hier. Moment. Und wir jetzt doch noch. Oh, wir krabbeln durch die Jeffreys-Röhre. Freunde, take Jeffreys Tube to Command Deck. Also, Kraxelzeit. Oh je. Da kommt Freude auf, ja. Scotty, kannst du mich noch hören? Setz mal einen Kaffee auf. So, hier geht's nicht lang. Mich hier nur um. Hallo, ihr tut mir nichts. Es ist hell, ne? Ah, hier geht's rein. What? Ich finde das nicht so toll, dass jemand Granaten um sich wirft. Ich glaube, bei dem brauchen wir aber ein bisschen was Stärkeres. Hallo? Du bist tot. Okay. Merkwürdig. Was zum Henker? Was machen denn die Nakul hier? Der eine macht auf jeden Fall definitiv Sportübungen. Die besonders wie Staffellauf. Die anderen, habt ihr dann verletzten oder am Knie dieser? Nee. Seid ihr in der Zeit gefangen oder so? Freunde, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Kommen die mir nur als einziges so vor oder sehen die so ein bisschen aus wie dieser Idris Elba aus dem Star Trek Beyond Trailer? Oh Gott, na, hier ist CBS neue Serie, Star Trek Beyond und Star Trek Online, ein großes. Oh Gott. Mindblowing. Wir aktivieren mal lieber die UV-Lichter hier. Da brutzeln und braten sie! Die Parasiten sterben, alle von ihnen. We come in peace. Nicht? Dann nimm Toss Phaserstrahlen. Geht doch. Ein bisschen sehr merkwürdig aus hier, diese Kostüme von denen. Lieutenant, wir müssen reden. Der sieht so aus wie Daniels! Jetzt ist gerade keine gute Zeit, Hunter. Eigentlich ist mein Name Daniels, ich sagte es doch. Das könnte jetzt ein bisschen absurd für sie klingen, aber die kürzlichen Ereignisse sollten nicht stattfinden. Ich komme aus der Zukunft. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie weit. Oh Gott, das ist so schnell. Was? Diese Aliens werden da cool genannt. Sie haben irgendwas mit Zeit. Sie versuchen die Zeitlinie zu ändern, um irgendetwas zu erreichen, was ich nicht mehr rechtzeitig lesen konnte. Untertitel. Ich kann ihn nicht so schnell übersetzen.
Vertrauen Sie mir, wir tun das Richtige hier. Zeit ist der Faktor. Wir müssen diesen Nakul stoppen, diese Neuralparasiten zu verbreiten. Ach, die haben das gemacht. Ach, schau mal, Nakul. Sie haben die auf irgendeine USS gebracht. Wo sie einen Notruf gesendet haben. Okay. Es ist gefährlich. Irgendwas. Ich konnte es nicht so schnell übersetzen und lesen gleichzeitig. Ich hoffe, das Ganze wird dann irgendwie vertont, dass die ganzen Sprecher damit bei sind. Ich weiß ja, dass Chris Doohan, der Sohn von Jimmy Doohan alias Scotty, definitiv an Bord geholt wurde. Chekov und Sulu, glaube ich, auch beide. Und Daniels kann jetzt auch nicht so unendlich schwer sein, den mit an Bord zu nehmen. Also ich hoffe mal, dass das alles schön gesprochen wird. Und dann warten wir mal auf die Untertitel. Was scannt ihr da andauernd? Da ist doch nichts. Ihr seid ja genauso wahnsinnig wie die da drüben, als sie gescannt haben. Die übrigens weg sind, fällt mir gerade so auf. Auf ihren Befehl hin können wir zu unserer Station, auf unser Schiff zurückkehren. Nicht auf unsere Station. Jetzt nicht. Den hier lassen wir einfach so zurück. Übrigens, das Ding liegt wirklich hauteng an. Na okay, da ist eine kleine Lücke, aber die haben sie wirklich richtig gut getroffen, die Dinger. Richtig gut. Kryptik, ich ziehe erneut meinen Hut vor dir. Danke dafür, für diese wunderschöne Mission, für diese Station, für die Sounds, für einfach alles. So muss das schon online sein. So. Ja, jetzt können wir aufs Schiff zurückkehren. Okay, da vorne wird schon wieder gekämmt. Die Ptolemy versucht die Schiffe cool aufzuhalten, während wir versuchen, die Schiffe zu retten. Aber es wird nicht lange funktionieren. Okay, rufen Sie die K-13. Ich übermittle Ihnen jetzt die Kommandocodes. Also die Kommandocodes zu diesen Schiffen. Okay, benutzen Sie sie, um Zugang zu dem Computer zu erhalten. Und zerstören Sie diese Parasiten mit dem ultravioletten Licht, also wie quasi, danke Scotty, wie quasi Kirk bei der Reliant, als er die Kommandocodes da geentert hat. So, wir sollen jetzt erstmal zu dem Schiff hier offensichtlich fliegen. Und dann haben wir vielleicht wieder zahlenmäßige Überlegenheit, wenn diese Neuralparasiten erstmal alle erledigt sind. So, hier spricht Captain Doughty von der USS Mir Maiden. Was ist passiert? Was geht hier vor sich? Ihre Crew war von Neuralparasiten infiziert. Wir haben sie abwehren können. Jetzt brauchen wir ihre Hilfe gegen dieses Alienschiff. Parasiten? Okay, Entschuldigung. Wir sind direkt hinter Ihnen, Captain. Zeigen Sie uns den Weg. Verstanden. Oh nein. Die Ptolemy-Hest ist zerstört. Sie haben irgendeine Art von temporalen Schilden. Temporale Schilde? Niemals davon gehört. Freunde, was geht denn hier ab? Wow. Bringen Sie uns aus diesem Strahl raus. Los. Wow. Ich vermute mal, wir sollen erst diese
Offensichtlich nicht. Die Dinger kann man gar nicht anvisieren. Okay. Wir sollen nicht diese komischen Dinger zerstören. Ganz sicher, dass wir die nicht zerstören sollen. Die fliegen halt cool Ship. Okay. Bin dabei. Die sind dezent stark. Und haben es irgendwie auch nur auf uns abgesehen. Oh Gott. 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 Jetzt wende doch mal diesen Pott. Danke sehr. Was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt hat das so ein Verzerrungsding hier ausgelöst. Oh je. Freunde, die Community brennt! Jetzt nicht mehr. Das klingt ein bisschen merkwürdig, ne? Die Community brennt. Gleich haben wir sie. Dranbleiben. Ah. Wow, 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 wow. Gute Arbeit, Captain. Sie haben diese Teufel dahin zurückgejagt, wo sie herkamen. Okay, wir haben ein... wir haben ein Problem. Wir haben dennoch ein Problem. Dieses Ascot hat offensichtlich diesen blauen Strahl ausgelöst und dieser hat jetzt einen Feedback-Strahl ausgelöst. Dieser Feedback kreiert eine Art von spatialer Anomalie. Irgendwie sowas. Hier die Station anzieht. Oh. Oh Gott, was hast du hier getan? Wir müssen sofort evakuieren. Verstehe. So, Station evakuieren. Hier bitte nochmal die Toss-Sounds einfügen, Kryptik, danke. So, wir haben die Überlebenden an Bord. Ach, ja. Alter, Respekt. Im Beam laufen. Bringen Sie uns hier raus, bevor die Station explodiert. Okay, das war's. War ein anstrengender Tag, nicht wahr? Neuralparasiten, Zeitreisende, ja, seine Zeit auf der Enterprise hat ein paar normalere Erlebnisse gebracht, okay. Er gibt uns eine schnelle Reparatur, wahrscheinlich wegen der Schlacht hier. Und dann sollen wir ihn bitte zurück zur Enterprise bringen. Okay, falls die Sternflotte irgendetwas gegen Scotty jetzt verwenden sollte, weil er hier eine ganze Station aufgelöst hat, durch diesen Effekt mit diesen drei Satelliten, die er gegen das Narkulschiff ausgestrahlt hat. Ich weiß nicht, ob das so toll ist, dass jetzt hier so ein blaues Saurons-Auge in diesem Sektor ist. Kann nichts Gutes heißen. Naja, auf jeden Fall, dann sollen wir auf jeden Fall die Sternflotte daran erinnern, dass doch bitte Menschenleben wichtiger ist als Equipment. Und immerhin, wir haben ihr Leben gerettet.
Ja, und wir haben eine Menge davon geredet, steht hier sogar, genau. Ach je, er meint, glaube ich, uns. If Starfleet Command gives yeah. Uns, you, yeah, schottisch. Verstehe, okay. Ja, danke, Scotty. Grüßen Sie Captain Kirk und seine Crew. Wunderschön. Ich entschuldige mich dafür, dass das alles in letzter Minute passiert ist. Aber ich verspreche Ihnen, dass ich Ihnen bald mehr Erklärung geben ge kann. Alles, was ich Ihnen jetzt sagen kann, ist, dass die Geschichte so verlaufen ist, wie es soll. Und das war nicht das Ende von K13. Okay. Taucht nochmal wieder irgendwo auf. Ja, wir haben eine gute Tradition darin gebildet, die richtigen Entscheidungen in Krisensituationen zu treffen. In der Zwischenzeit sollen wir doch bitte mit niemanden über die Nakul und die Zeitreisenden reden. Wir können keine weiteren ja, Einmischungen in der Zeitlinie ja, gebrauchen. Ich verstehe, wir reden schon sehr bald, Daniels. Ich hoffe, klär uns mal auf und schlaf mal eine Runde. Du hast ein bisschen schwarz unterlaufene Augen hier, Freundchen. Wir haben ein paar Biobetten, kannst du erholen. Ja, wir reden sehr bald, Daniels, denn ich brauche ein paar mehr Antworten. So, Systemscans zeigen, dass alles wieder normal ist, Sir. Wir können das System auf Ihren Befehlen verlassen. Ja, gerne doch. Ja, Daniel sollte offensichtlich noch irgendwas sagen. Hat er sich aber wieder anders entschieden. Boah, Licht. So, berichten Sie Admiral Garrett. Gott, wie der von oben auf uns herunterguckt. So, schmerzliche Omen. Okay, lassen Sie uns direkt zur Sache kommen, Lieutenant. K13. Eine ganze Raumstation hat sich einfach in Luft aufgelöst in eine spatiale Anomalie. Ich habe keine Ahnung, was Spatial. Spatialanomalie, das ist jetzt das Wort dafür. So. Und ich dachte nur, Captain Kirks nachträgliche Berichte wären ein bisschen ja, übertrieben. Out there. Naja, ich übersetze das mal mit übertrieben oder. Das Sternflottenkommando ist nicht gerade sehr darüber amüsiert, dass wir K13 verloren haben. Aber sie sind dennoch erfreut über die Leben, die wir retten konnten. Sie haben sehr gute Arbeit da draußen gemacht, Anno Hollig. Bleiben Sie dran. Wir haben nur noch ein paar Raumstationen für Sie bereit, die Sie durch die Zeit jagen können. Yippie-yay. So, wir haben Tivrell bekommen, die komischerweise auf der Raumstation immer noch Temet hieß, aber okay. Neues Schiff, neuer Name. Ja, Uniform kann bleiben. Auch Name kann bleiben, finde ich. So. Return to Babel gibt es jetzt auch noch. Okay. Ja, Freunde, das machen wir dann aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Nicht zu so viel auf einmal. Muss ja ein bisschen Spannendes dranbleiben, ne? Ja, Freunde, besten Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Hummel, Hummel. Moss, Moss.